Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um das Thema Leiterplattenlayout oder Leiterplattendesign oder PCB-Design. Und zwar möchte ich mal anhand des Beispiels hier von dem Arduino Mega 2560 mal auf ein paar Sachen vielleicht hinweisen, die man als PCB-Designer, ja, wo man da auch eigentlich mal ein bisschen auf achten sollte, beziehungsweise was man hier jetzt auch in dem Fall verbessern kann. Es geht mir jetzt nicht darum, hier das Layout hier komplett zu ändern oder so, sondern ja mal darauf hinzuweisen, was hier oder was mir aufgefallen ist bei dem Layout und da einfach mal auch zeigen, wie man das, also verschiedene Leiterbahnführungen vielleicht verbessern kann und was mir generell so ein bisschen aufgefallen ist bei diesem Layout. Es kann also hier das Video als Hilfe betrachtet werden für Leute, die sozusagen in den Anfängen stehen für ein PCB-Design oder ihr eigenes Design für irgendeine Schaltung gerade machen. Und man darf ja nicht vergessen, dieses so ein PCB-Layout, das ist ein äußerst kreativer Prozess. Und man muss da sehr flexibel sein bei der Gestaltung. Und insofern beides zusammen ergibt dann eigentlich einen Künstler, der hier zu Werke geht und praktisch da was erstellt. Wenn man jetzt also zum Beispiel dieses Arduino Mega die Schaltung 10 Leuten geben würde, dann würden eben auch 10 verschiedene Ergebnisse rauskommen. Jeder hat seinen eigenen Stil, das darf man nicht vergessen. Es gibt also kein ideales Layout oder so, sondern es gibt bestimmte Regeln und ja, Vorschriften vielleicht sogar, die man ein bisschen beachten sollte. Und dann ist man aber im Leiterplattenlayout und im Design relativ frei in der Gestaltung. Wie man sieht, habe ich ja hier das Layout von der Arduino.cc-Seite schon runtergeladen. Und wenn man das jetzt hier so sieht, denkt man, das ist alles ganz toll. Ich werde allerdings erstmal als nee, zunächst erstmal ein paar Layer ausschalten, die hier ein bisschen störend sind. Und dazu nehme ich erstmal alle Layer raus und konzentriere mich eigentlich hier nur auf diese ersten Top-Button-Pads, BIOS, Unrooted und Dimension, sodass dieses Bild hier erscheint. Und da möchte ich mal auf ein paar ja, Leiterbahnen hinweisen oder auch verbessern, die doch relativ kompliziert hier geroutet wurden. Als ich das Layout hier zum ersten Mal gesehen habe, ist mir eine Sache eigentlich ja, ziemlich ins Auge gesprungen. Und zwar, wenn man jetzt, mir ist eigentlich hier diese Leiterbahn ins Auge gesprungen. Hier diese beiden, die gehen hier runter. Hier verzweigt sich nochmal nach links und hier gehen sie wieder hoch. Und die gehen dann hier nach links weg. Und die Frage ist, kann man das nicht einfach hier rüberziehen? Wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Und natürlich kann man das. Und da will ich mal kurz zeigen, wie ich das machen würde. Als erstes gucke ich mal hier mit I, welches Netz das ist. Das ist das Netz SDA. Wenn ich jetzt Show SDA eingebe, zeigt er mir den Verlauf. Etwas heller dargestellt, das sieht man hier vielleicht nicht so gut. Und man sieht eben, der kommt von hier links, geht hier so hin und her irgendwie durch. Dann ist er auf dem Top-Layer, auf dem Bottom-Layer, wackelt auch hier so hin und her. Dann geht er hier runter, dann verzweigt er sich, wie gesagt, und geht hier wieder hoch. Also ich würde es versuchen, so zu routen, dass der relativ gerade hier rüber geht, hier ran und von da aus dann hier runter, dann hat man einfach einen kürzeren Weg. Kurze Verbindungen sind immer sehr wichtig und was auch noch vielleicht wichtig ist, dass man vielleicht mal dann erstmal einen Layer ausschaltet, den man nicht braucht. In dem Fall ist es mal hier der Top-Layer. Hier sieht man es nochmal ganz gut, wenn ich nochmal dieses Show SDA mache, sieht man hier im Prinzip geht er hier rüber. Dann kommen hier diese Brücken. Da sieht man es sehr gut. Und was ich jetzt machen werde, ich werde das hier in dem Bereich einfach mal bewegen, dass das hier in keinem Fall nach unten und wieder nach oben geht und so eine lange Strecke dann bedeutet. Ich habe dazu den Top-Layer wieder eingeschaltet und werde jetzt hier erstmal die Verbindung kappen. Man sieht auch sofort, wo er hingeht. Hier unten auch. Dann werde ich mal reingehen hier in die. Bereich. Ich werde das hier mal wegnehmen. Und man sieht jetzt eben hier oben, wo die eigentlich hingehören. Die gehen ja hier rüber.
Jetzt kann man einfach hier erstmal rüber routen. Ich werde mal hier eine. Achso, ich muss erstmal umstellen nochmal auf Millimeter. Das ist für mich immer angenehmer als Mill. Dann nehme ich mal nicht 0,254, 0, sondern 0,127 als Raster. Dann kann ich hier routen und gehe von dem hier sozusagen mal weiter. Und man sieht auch, wo er hinspringen will. Jetzt ist natürlich das Problem, ich brauche trotzdem natürlich hier Durchkontaktierung nochmal, um darüber zu kommen. Aber es ist immer noch kürzer, als wenn ich hier nach unten gehe komplett. Deswegen werde ich hier nochmal in den Bereich gehen. Uff, das war jetzt so nicht gedacht. Moment. Route also hier und gehe auf den Top-Layer. Ups, jetzt den hier. Und route dann hier das Stück praktisch zu Ende. Und das gleiche mache ich mit dem. Na, das hat jetzt hier nicht funktioniert. Nochmal. So, jetzt so könnte man das machen. Allerdings ist es auch nicht schön, wie man jetzt hier sieht. Also hier einmal diese Ground-Durchkontaktierung, also das ist hier Ground, dieses Pad hier in der Mitte. Und auch diese ganze Leiterbahnführung ist natürlich nicht so schön, sodass man das jetzt erstmal nochmal ein bisschen schöner machen kann. Dazu werde ich erstmal das hier löschen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Er wird sicherlich dann auch einen Fehler natürlich zeigen, eventuell mit den grauen Flächen, aber ich werde erstmal jetzt hier die Sachen ein bisschen so bewegen, dass es nicht so gestresst aussieht, sondern ein bisschen eher entspannt, sodass man da eine relativ geradlinige Leiterbahnführung hinkriegt. Und mit dem mal hier rüber. Jetzt hier noch einen Rest, den nehme ich gleich weg. So in etwa. Und so in der Art kann man denn hier eine relativ entspannte Leiterbahnführung hinbekommen. Man sich jetzt hier mal diesen Bereich anschaut, ich habe jetzt übrigens die Farben mal ein bisschen geändert, die waren mir zu blöd. Dann geht das hier hoch, dann geht es hier wieder runter und so weiter. Und wahrscheinlich lag es daran, dass man beim Layouten hier eben diese ganzen Durchkontaktierungen gesehen hat und da irgendwie drumherum musste. Und vielleicht mal als Tipp, dass man, wenn man sowas sieht, mal den Layer ausschaltet, der jetzt stört, ist in dem Fall der Top-Layer. Dann sieht man nämlich, wie das hier so lang läuft und ob das überhaupt notwendig ist. Denn hier dieser Knick zum Beispiel, der ist eigentlich gar nicht notwendig. Den kann man einfach hier runterziehen und so, dass man alle Leiterbahnen hier runterziehen kann. Und dann wird es auch wieder geradliniger. Hier auch sehe ich gerade, ist auch so ein Knick. Das kann man auch ein bisschen schöner machen, dass es alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Und ja, so kann man Schritt für Schritt jetzt für diese Sichtweise auf dem Bottom Layer in dem Fall mal gucken, ob da solche komischen Ecken drin sind. Ich sehe hier auch noch, hier, die geht jetzt sozusagen hoch. Die Kante kann man hier rüberziehen. Die Schräge und so weiter. Und so kann man dann Schritt für Schritt in einem Layer mal gucken, ob es da irgendwelche komischen, ja, Ecken und Kanten gibt. Wenn man jetzt hier auf der linken Seite mal schaut, in diesem Bereich ist eigentlich genau das Gleiche. Und zwar mit dieser Leiterbahnführung von SDA und SCL. Hier nach unten, hier nach oben. Jetzt ist natürlich hier die Leiterbahn dazwischen, dieser PB7. Das heißt, ich kann hier nicht direkt durchgehen. Und dann macht es natürlich Sinn, den Top-Layer in dem Fall wieder einzuschalten. Also ich schalte ihn mal ein und gucke nach, ob man da irgendwas verschieben kann, damit man da dann durchkommt. Das heißt, damit man hier diese Fahrt nach unten und nach oben wieder vermeiden kann. In der Tat ist es so, wenn man aufmerksam mal geguckt hat und verfolgt hat, kann man es natürlich vermeiden, indem man es mal hier kurz wegnimmt alles. Also diese Leitung, diese Verbindung störte ja oder stört. Wenn ich jetzt hier das Pad hier nach oben ziehe, meinetwegen dahin und hier rüber gehe, so in etwa, dann kann ich also auch hier ganz locker diese Leiterbahn
hier so verschieben, dass ich da nicht dieses, also dass ich einen direkteren Weg praktisch habe, so wie jetzt so in etwa. Und hier auch nochmal, dann sieht man, man hat da eine viel geradlinigere Führung als vorher von der Leiterbandführung her gesehen. Und natürlich kann man auch, oder sollte man natürlich denn diese Verbindung, die jetzt da offen war, auch realisieren. Und man sieht auch hier, wie man spart ein Pad. Das heißt, ich kann das erstmal hier wegnehmen und kann dann die Leiterbahn hier direkt zu dem nächsten Pad hier führen. Also ich spare hier ein Pad und ich habe die Führung, die Leiterbahnführung von diesen beiden Signalen SDR und SCL doch stark vereinfacht. Man kann bei diesen beiden Leitungen SDR und SCL noch weiter vereinfachen. Wieder schalte ich hier den Layer Top aus, weil der mich stört. Im Blickfeld sozusagen ist. Ich kann das hier so gerade machen. Hier auch, sodass ich im Prinzip hier wirklich nur noch eine Ecke hier irgendwie habe. So in etwa. Hier ist immer noch eine Ecke drin. So. Und so ist das schon wesentlich besser. Es geht also wirklich hier gerade durch. Wenn man sich jetzt auch diese beiden Leitungen wiederum mal anschaut, dann gehen die ja von hier links hier rüber. Dann, also auf dem Bottom Layer, dann kommt der Top Layer. Dann gehen sie wieder auf den Bottom Layer. Gehen hier rüber und hier sind sie wieder auf dem Top Layer. Und die Frage ist, ob man nicht einfach hier den Top Layer beibehält. Dann kann man auch wiederum Durchkontaktierung sparen. Auch hier war es wahrscheinlich so, dass man gesehen hat, da sind lauter Pads im Durchkontaktierung, Pads im Weg, beziehungsweise auch Leiterbahnen, sodass man hier mit dem Top-Layer nicht weiterkommt. Aber es geht natürlich, indem man hier diese ganze Geschichte irgendwie verschiebt, beziehungsweise so gestaltet, dass die Leiterbahnen hier eben nicht stören. Das kann man in der Form machen, dass man meinetwegen diese unteren hier ein bisschen nach unten zieht. Dann kommen die ein Stück nach unten etwas. Und dieses Pad, das würde man wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, müsste man mal gucken, etwas weiter nach rechts schieben. Also man muss hier in diesem ganzen Bereich ein bisschen hin und her schieben. Und dann bekommt man es auch hin, dass man den Top-Layer hier bei diesen beiden Signalen beibehält, hier durchgeht und damit auch wiederum zwei Durchkontaktierungen spart. Ich werde das jetzt einfach mal probieren. Ich werde also hier mal die Leitung wegnehmen, die Leiterbahn. Man sieht, der springt woanders hin. Das spielt jetzt aber keine Rolle, weil er gehört darüber. Und auch die hier mal wegnehmen. So, und wenn ich jetzt hier route, auf dem Top Layer bleibe ich, genau, dann kann man hier natürlich hier irgendwie durch und hier wieder zurück. Und man sieht, man würde hier auf dem Top Layer bleiben. Jetzt kriegt man natürlich die zweite Leiterbahn nicht durch. Also das geht hier jetzt hier nicht an der Stelle. Also mal kurz unterbrechen, nachdenken und dann hier die Leiterbahn bzw. Durchkontaktierung auch verschieben. So, das erste, was ich verschieben werde, sind diese beiden Durchkontaktierungen. Die schiebe ich nämlich nach oben. Dazu schiebe ich erstmal jetzt das so einfach hin. Das ist natürlich auch noch keine endgültige Lösung oder ja, Version. Damit kann ich auch den hier hochschieben. Man sieht, der wird jetzt auch geradlinig hier wieder. Und ich kann jetzt von hier routen, von der rechten Seite aus her gesehen. Und kann einfach hier so lang gehen. Da komme ich natürlich auch nicht durch. Das heißt, ich muss den eigentlich nach unten verschieben, damit ich da durchkomme, um das zu machen oder machen zu können. Gehe mal hier in den Bereich rein. Muss ich den Bottom Layer auch verschieben, auch nach unten. Dann kann ich dieses Pad, den Durchkontaktierung nach unten verschieben und kommen da oben durch. Also man sieht, man hat oder man sollte dann mehrere Überlegungen anstellen, was man verschieben muss, um da irgendwo durchzukommen mit der Leiterbahn. Ich verschiebe das jetzt einfach mal hier so irgendwie in die Richtung und schiebe jetzt also hier die Durchkontaktierung dann auch hier nach unten.
Hier mache ich das so mal rüber und gehe dann hier mit der Leiterbahn hier einfach ran. Und damit ist das eigentlich auch getan. Das heißt, bei SDA, SCL habe ich jetzt die Durchkontaktierung gespart. Ich muss sie natürlich erstmal noch löschen, indem ich hier die wegnehme. So, und hier auf der anderen Seite auch. Also ich habe sehr viele Durchkontaktierungen jetzt. Ach nee, die müssen natürlich bleiben, ganz klar. Aber man sieht, der Verlauf hier von den Leiterbahnen auf der Top-Seite sind relativ gerade. Ich kann jetzt mal den Bottom-Layer ausschalten. Dann sieht man es noch besser. Nicht? Also das ist hier wirklich gerade. Ich habe hier noch ein paar Ecken drin. Wie gesagt, das sollte man dann auch einfach noch schön machen. Er meckert übrigens hier auch an, ob er zu dicht ist. Da sollte man natürlich drauf achten. Das kann ich jetzt im Moment nicht. Da werde ich sicherlich eine andere Lösung noch finden, indem ich andere Sachen noch verschiebe. Ich habe auch noch eine Ecke drin. Und jetzt kann ich das meinetwegen hier noch so rüberziehen, damit es dann schön parallel ist. Und den schiebe ich noch ein Stück nach oben. Dann ist das auch alles parallel. Also man sieht, das wird dann einfach richtig übersichtlich. Hier ziehe ich den nochmal runter, sodass ich den hier eventuell auch verändern kann. Muss mal gucken, also es war jetzt keine gute Lösung hier, aber da muss ich nochmal reingucken später. Was diese kleinen Ecken und Kanten betrifft, so habe ich hier gerade unten in dem Bereich wieder was gesehen. Das ist auch nicht notwendig, hier so ein Zickzack. Also auch hier verschieben ein bisschen, dass es ein bisschen gerader wird, übersichtlicher wird. Und ich sag mal, einfach schön machen. Sowas sollte man hier auch vermeiden. Das ist natürlich jetzt etwas schwierig, weil, also hier diese Öffnung, die jetzt zu verändern, müsste ich jetzt alle Leiterbahnen hier irgendwie nach oben verschieben. Das mache ich jetzt nicht. Aber so eine Sachen sind irgendwie immer nicht schön. Ich zeige auch nochmal anhand dieser Leiterplatte, was generell nicht schön ist, sind so zwei Dinge. Und zwar, wo habe ich es gesehen? Hier in dem Bereich. In dem Bereich sieht man hier die grauen Fläche, die hier nach unten geht und da in der Luft hängt. Das sollte man eigentlich immer vermeiden. Hat, sag ich mal, Antennenfunktion. Wie kann man das vermeiden? Ich könnte es jetzt ganz einfach vermeiden, indem ich sage, ich verschiebe das jetzt einfach hier so dicht dran, dass die grauen Fläche da gar keine Chance hat, reinzugehen. Ich mache hier nochmal ein Rat's Nest. Dann ist die grauen Fläche also weg. Oder man kann natürlich Folgendes machen. Ich schiebe das jetzt nach oben, dann habe ich es wieder schön gerade, da meinetwegen. Mache auch nochmal hier ein Rat's Nest. Und setze hier am Ende meinetwegen eine Durchkontaktierung zur anderen grauen Fläche auf der anderen Seite. Dazu muss ich aber erstmal gucken, was auf der anderen Seite da eventuell langläuft. Vielleicht geht das ja gar nicht, aber man sieht, man hat hier Glück. An dieser Stelle könnte ich jetzt oder sollte man dann ein Pad setzen, eine Durchkontaktierung setzen, die dann mit der anderen grauen Fläche hier auf der Bottom-Seite verbunden ist. Eine weitere Sache, die mir hier in diesem Layout aufgefallen ist, ist hier in diesem Bereich. Und zwar diese drei Leitungen, also diese hier, die zweite, die hier runtergeht und diese, die hier nach unten geht und wieder nach oben. Da ist es ja so gemacht worden, ich gehe da nochmal rein, dass man hier direkt am IC rausgeht und dann hier eine Durchkontaktierung setzt, runtergeht und so weiter. Bei der anderen Leitung macht man es genauso. Und das kann man zwar machen, aber man sollte versuchen, oder zumindest versuche ich das immer, wenn man jetzt Durchkontaktierung, also wenn man nicht anders kann, als auf eine andere Ebene zu gehen, auf einen anderen Layer, dass man dann die Durchkontaktierung erstmal ein bisschen versucht rauszuschieben, also weg vom IC. In dem Fall will ich das auch nochmal kurz zeigen. Also hier geht es hier nun direkt raus. Ja, das stört also auch hier irgendwie. Aber ich will mal kurz zeigen, wie ich das denke, wie es einfacher sein könnte. Und zwar nehme ich die hier mal komplett raus. Die rote Leiterbahn zwar nicht, aber ist jetzt egal. Das nehme ich mal hier komplett raus. Man sieht, es geht ja hier nach unten. Und geht da irgendwo weiter. Und diese Sache hier eben auch. Und also diese drei Signale, was ist das hier? PG0, PG1 und PD7. Also die gehen hier irgendwie rüber nach rechts. Da würde ich das immer so machen,
dass ich erstmal rausgehe, weg vom IC und dann später irgendwo, wenn die Leitungen sich überkreuzen, was sie hier tun, dann irgendwie da eine Durchkontaktierung setzen. Ich werde auch hier mal die Ground-Sachen hier kurz wegnehmen. Die mache ich sicherlich dann eventuell wieder rein, um einfach erstmal zu gucken, wo kann ich hier lang gehen. Wenn man jetzt speziell diese drei Leitungen verfolgt, dann geht ja die eine Leitung hier runter, dann geht sie hier weiter. Die zweite geht ganz nach unten, geht da irgendwie weiter und die dritte geht auch darüber. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Kreuzung drin innerhalb der Leitung und dennoch würde ich versuchen, die jetzt erstmal parallel rauszuführen. Also letztendlich weg vom IC. Dazu gehe ich hier in den Top-Layer und route diese Sache hier einfach mal so weit es geht. Man sieht, ich komme hier so weit durch. Dann gehe ich mit dieser Leiterbahn ebenfalls. Sie ist ja unter dieser. Das heißt, ich mache erstmal Folgendes. Ich werde die hier erstmal kurz wegnehmen. Die nehme ich mal weg. So, die nehme ich auch weg. Also man sieht, ich nehme hier relativ viel weg, aber es hat eigentlich nur den Zweck, dass ich dann wirklich Platz habe und weiß, wo ich da hinkomme. Und das verschiebe ich hier auch nochmal. Diese Durchkontaktierung, die stört mich hier ein bisschen. Ich also hier rüber. Ja, so. Und dann kann ich erstmal hier routen. Man sieht, ich gehe einfach hier weg. Und hier auch. So. Und jetzt habe ich natürlich noch eine Leiterbahn, die noch dazwischen funkt sozusagen. Aber ich habe hier in dem Bereich viel mehr Platz, um jetzt Durchkontaktierung zu setzen, um sozusagen dann rüber zu gehen hier zu der anderen Seite, wo ich dann dahin muss. Dazu nehme ich auch nochmal hier eine Leiterbahn weg. Hier. Und die nehme ich auch mal kurz weg. Die ist hier krumm. Jetzt kann ich im Prinzip. Mal schauen, genau die beiden hier. Geht praktisch hier unten weiter. Die geht hier weiter. Also man sieht, da ist eine Kreuzung jetzt noch drin. Zwei Kreuzungen noch drin. Und um das ja hinzubekommen, nehme ich einfach hier wiederum, was verschiebe ich sozusagen an der Stelle hier oben, weil ich habe hier oben sehr viel Platz, sodass ich hier in dem unteren Bereich dann die Durchkontaktierung dann setzen kann. Ich habe eine Sache noch gesehen hier gerade. Und zwar betrifft es diesen Anschluss, der kreuzt ja hier auch. Und besser wäre es also dann hier in dem Fall diese Leiterbahn hier auf der anderen Seite der Durchkontaktierung lang zu legen, sodass ich die Durchkontaktierung hier dazwischen platziere. Da muss ich natürlich aufpassen, dass das nicht überschneidet sozusagen. Das ist das Richtige. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Ja, das ist das Richtige. Und das ziehe ich dann hier nochmal ein bisschen runter. So. Und jetzt kann ich hier mit diesem Anschluss nochmal hier die Leiterbahn verlegen. Man sieht, es bleibt immer noch eine Kreuzung übrig. Das war aber abzusehen. Die nehme ich erstmal hier kurz weg. Und route die hier bis zum Ende. So, die nehme ich hier weg, die Ecke. Man sieht auch hier wiederum, man kann hier so ein bisschen glatt ziehen, die ganzen Sachen. Da müssen diese doppelten Ecken gar nicht drin sein. Und hier habe ich jetzt genug Platz. Man sieht es hier. Ich brauche einfach nur hier reinzugehen. Route, dann gehe ich auf einen anderen Layer. Und gehe hier runter, irgendwo hin. Gehe wieder auf den Top-Layer zurück. Kann also hier das zu Ende routen. Damit ist es auf jeden Fall übersichtlicher. Ich spare Durchkontaktierung auch, wie man sieht, und es sieht einfach übersichtlicher aus. Ein weiterer Bereich hier zu diesem Thema Leiterbahnen so verschieben, dass sie möglichst geradlinig und kurze Verbindungen bieten, ist dieser Bereich hier. Und zwar diese beiden blauen Linien, die beiden blauen Leiterbahnen, die hier nach oben gehen. Oh, die gehen ja hier rüber und dann kreuzen sich hier auf einmal und gehen hier an das IC. Und da ist natürlich auch die Frage, kriegt man das natürlich irgendwie einfacher, kürzer hin? Denn zum einen ist es so,
die Aus die da wo es rausgeht, ist nach links hier von dem Pad von dem IC. Da geht es nach links, dann kreuzen sich und dann geht es wieder nach rechts oben hier. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Man müsste eigentlich sagen, okay, müsste eigentlich nach, wenn es nach rechts oben hier geht, dann geht man hier gleich rechts raus irgendwie. Jetzt sieht man aber hier im Prinzip, das ist sehr kompliziert, sage ich mal, weil die Spannungsversorgung, die 5 Volt und Ground, hängt hier komplett irgendwie dazwischen, sodass das hier vielleicht den Rahmen des Videos vielleicht sprengen würde. Aber da kann jeder mal nachdenken und überlegen und auch versuchen, das besser hinzubekommen. Ich mache das jetzt nicht vor, oder beziehungsweise ich müsste auch erstmal genau gucken. Aber das ist hier ein Punkt dieses Layouts hier an dieser Stelle, den ich sehr unschön finde, den man auf jeden Fall vereinfachen müsste. Gerade was die Verlegung des 5-Volt-Signals betrifft, ist hier auf diesem Arduino-Board doch ist irgendwie etwas komisch. Und zwar, ich zeige mal ganz kurz, oder ja, wo dieses Ground-Signal, dieses 5-Volt-Signal hinführt. Dazu gehe ich mal, muss mal kurz reinzoomen in das Gesamtbild und sage Show plus 5 Volt. Und dann sieht man, es geht eben von hier irgendwo los, links, dann verteilt sich das hier nach unten, dann geht es hier nochmal, verzweigt sich nochmal. Hier ist es auf beiden Layern auf einmal irgendwie. Dann geht es hier nach unten, dann geht es hier zur Seite, hier geht es wieder zurück und so weiter. Also diese Linie 5 Volt ist aus meiner Sicht äußerst unschön gestaltet worden. Also da hat man eigentlich nur versucht, da irgendwelche Verbindungen zu kriegen und hat dann da diese Wege genommen. Was mich auch wundert ist, wenn ich mal hier auf die 5 Volt gehe, wir haben hier eine Leiterbahnbreite von 1,27 Millimetern. Da frage ich mich, ob das notwendig ist. Also klar, es sind 5 Volt und da fließt vielleicht auch mal ein bisschen Strom durch, gerade wenn man jetzt hier noch eine Zusatzplatine ranhängt, aber 1,27 weiß ich nicht. Zumal auch die Anzahl der Durchkontaktierungen auf dem Weg, also von hier oben rechts meinetwegen, sehr hoch ist. Also hier ist eine, da ist eine, da ist eine. Also es geht durch. Es sind sehr viele Durchkontaktierungen so auf dem Weg und das halte ich für nicht gut. Also ist keine gute Lösung. Man müsste irgendwie versuchen, das doch anders zu gestalten. Für diejenigen, die so ein Layout vielleicht zum ersten Mal machen oder vielleicht schon ein paar gemacht haben, aber noch nicht so sicher sind, kann ich immer wieder empfehlen, nur die Layer einzuschalten, die man wirklich braucht. Wenn man jetzt also solche komischen Knicke hier irgendwo sieht oder weghaben will, dann den Layer ausschalten, den man nicht braucht. Und zwar habe ich hier noch einen Bereich gefunden. Da müsste ich den Bottom Layer mal ausschalten. So, und dann kann man sich mal so ein Bild erstmal machen über das Ganze. Und was ich jetzt hier gesehen habe, hier diese Stelle, die ist eigentlich unnötig, dass man hier so hin und her geht. Auch hier wiederum könnte man hier gerade runtergehen. Und so gibt es so viele Stellen hier auf dem Board, die so sind, die aus meiner Sicht ja eigentlich nicht gut durchdacht sind. Auf dem Bottom Layer gibt es natürlich auch. Hier übrigens auch sehe ich gerade hier so eine Stelle. Auch hier könnte man sicherlich vielleicht ein bisschen was vereinfachen. Hier könnte man auf jeden Fall was vereinfachen von der Gestaltung der Leiterbahnführung her, dass es alles ein bisschen geradliniger wird. Wenn ich jetzt mal auf den Bottom Layer umschalte, dann sieht man das sicherlich auch. Ja, hier sieht man auch diese 5 Volt. Hier zum Beispiel, das hat mich auch gewundert hier, ne? 5 Volt, da wollte man wahrscheinlich versuchen, okay, ich brauche eine dicke Leitung hier, also zweige ich hier mal einmal so durch und ab. Was übrigens auch ungünstig ist, dass man hier auf einmal die Leiterbahnbreite ändert. Also sieht man hier ganz, ganz eindeutig. Das ist äußerst unschön. Also wenn jetzt hier so eine Leitung ist, dann sollte man die so lassen bis zum Pad. Und dann hier auch reingehen, kann man dann links reingehen, das ist okay. Aber hier mittendrin ändern, das ist äußerst unschön. Auch hier sind die nicht richtig verlegt worden. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal so rangehe, sieht man, das ist nicht mittig hier genauso. Ja, da hat sich jemand nicht viel Gedanken gemacht, sage ich mal. So kann man mehrere Sachen sehen. Was ich noch hier gerade gesehen habe, da muss ich mal gucken, wo das war. Ach hier, diese Ecke. Da, hier diese Ecke. Gefällt mir auch nicht so. Und da gucke ich einfach mal rein.
was der Top-Layer dazu sagt, wo der da langläuft. So, hier ist es ja diese Ecke. Und um das gerade nicht hinzubekommen, müsste man hier irgendwie rübergehen. Hier so, hier in dem Bereich. Also hier könnte man auch sicherlich einiges noch machen, gar mit dieser Ecke, dass es hier gerade nicht rüber geht. Vielleicht hier ein bisschen hochziehen, genau den Top-Layer hier hochziehen, hier rüber gehen und dann da oder so. Also man kann da einiges machen, um das wirklich wesentlich zu verbessern. Man solche Änderungen macht und nicht weiterkommt, dann kommt man auch nicht drum herum, Bauteile zu verschieben. Da sollte man dann äußerst genau gucken, ob man weiterkommt, und wenn nicht, dann muss man Bauteile verschieben. Das ist eigentlich eine Regel. Also wenn man jetzt nur sagt, man lässt die Bauteile so starr, wie sie hier sind, und man ändert da nichts, dann wird man auch sicherlich nicht zum Ziel kommen, das Layout vernünftig hinzukriegen. Deswegen hier Appelle sozusagen an alle, die das machen, an alle Anfänger, vor allem Beginners, einfach mal ein bisschen rumprobieren. Das PCB-Design erstellen ist eine wirklich kreative Aufgabe, und man hat bis auf ein paar Ausnahmen, was bestimmte Regeln betrifft, elektrisch gesehen, aber auch mechanisch, völlige Freiheit. Also, ob ich jetzt hier eine Leiterbahn von da nach da lege oder dann hier einen Umweg nehme oder den anderen Layer nehme oder irgendwas, das kann man selber entscheiden. Ich kann natürlich nicht entscheiden, dass dieser Steckverbinder hier oben verschoben wird, weil der muss da einfach sein. Aber man hat völlige Freiheit. Man hatte dann auch eine Freiheit zu sagen, okay, hier irgendein Kondensator oder irgendein anderes Bauteil, irgendein IC, drehe ich einfach mal und gucke, was passiert, ob die Verbindungen dann kürzer werden, einfacher, oder ob ich dann auch Durchkontaktierung zum Beispiel spare. Das sind alles Aspekte, die man hier beim Layouten immer wieder beachten muss. Ich habe jetzt mal eine andere Sichtweise dieser Leiterplatte, dieses Layouts hier eingestellt, nämlich nur den T-Place-Layer und den T-Origin hier. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, wenn man jetzt hier auf nochmal reingeht, hier bei diesen Stiftleisten, dass die nicht gelockt sind. Das sollte man in jedem Fall machen. Also, wenn man jetzt ein Layout macht, wo hier zum Beispiel diese Stiftleiste immer, also in keinem Fall verschoben werden darf, dann sollte man die immer locken. Also locken, nicht, also feststellen. Das gilt übrigens auch hier zum Beispiel für eine USB-Buchse oder für einen Kühlkörper oder für eine LED, für eine Anzeige. Was auch immer, also mechanische Gegebenheiten, auch hier diese Stiftleiste zum Beispiel, die würde ich locken. Ja, also einfach lock, dann ist sie verschlossen, kann nicht verschoben werden. Und so weiß dann der Layouter, oder wenn man das layoutet, eben, okay, die muss da sein, die darf in keinem Fall auch nur um ein Zehntel verschoben werden, denn die gehört dahin. In dem Fall ist es natürlich äußerst wichtig, dass, wenn man jetzt hier meinetwegen das mal nachbaut, kann man ja machen, ist ja alles Open Source. Dann, wenn man jetzt einfach sagt, okay, man verschiebt hier eine Stiftleiste, dann passt das natürlich nicht mehr zu anderen Add-on-Boards. Also ich würde das hier als allererstes immer locken, lockt, verschließen. Die anderen Sachen hier, die USB-Buchse vielleicht auch, weil die eben an dieser Stelle ist, und auch hier den Power-Connector einfach festzurren sozusagen. Den Rest kann man natürlich lassen, also so wie es im Prinzip ist. Gibt noch so ein paar andere Dinge natürlich, auf die man achten sollte. Also was mir zum Beispiel so ein bisschen missfällt immer, ist, dass die Leiterbahnen hier nicht direkt mittig in so eine Durchkontaktierung reingeführt werden. Das heißt, auch hier mal, entweder, ich weiß nicht, ob es durchs Verschieben jetzt hier wegbekomme, so hier genauso an dieser Stelle. Also hier mal rüber gehen, gucken, dass die Leiterbahnen immer mittig ja, gesetzt sind. Was mir auch generell hier nicht behagt, ist, dass die Durchkontaktierungen nicht rund sind. Also ich gehe hier mal rauf. Ich würde die alle rund machen. Das ist eigentlich gang und gäbe. Also ich würde die hier nicht so eckig machen, sondern rund. Das ist eigentlich eine Sache, die ich kenne, so. Und dann ist es eigentlich auch alles ganz schön. Was man auch vermeiden sollte, man sieht es hier an zwei Stellen, darauf will ich mal hinweisen. Hier ist ja die grauen Fläche, die endet hier, wird also nicht umschlossen, hier das Pad. Und hier auf der rechten Seite genauso. Das sollte man möglichst
so gestalten, dass es geschlossen wird. Also hier in dem Fall ist es einfach, weil ich einfach nur die Leiterbahn ein bisschen nach unten ziehe und nochmal mit Rat's Nest, wo ist es hier, das dann schließe. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was hier auf der linken Seite passiert ist. Ob da irgendwann, sieht man hier, ist es schon ein bisschen wieder verschoben, nicht mittig. Das heißt, ich müsste jetzt hier wieder nochmal gucken in den Top-Layer, wo geht es hin? Es geht also nach unten. Das heißt, ich kann hier nochmal vielleicht ein bisschen schieben oder ich gehe nach oben ein Stück so, dass es dann auf jeden Fall schräg hier angesetzt wird, die Leiterbahn. Also man muss immer wieder gucken. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer wieder schaut, kann man was verbessern und huch, man kann eigentlich immer was verbessern. Man muss eben nur gucken, auch mal eine Nacht drüber schlafen, ob man was übersehen hat. Sowas kommt ja auch vor. Und weil ich gerade davon spreche, ich habe mir dieses Bild mal so gerade hier reingezoomt. Hier ist ganz klar was zu sehen. Es fällt vielleicht auf dem einen oder anderen hier in der Ecke. Also, dass man diese Leiterbahn hier rumlegt, um da hinzugelangen, ist natürlich unsinnig. Braucht man natürlich nicht, sondern ich kann hier einfach rübergehen und habe dann hier eine viel, viel kürzere Verbindung. Ja, also das geht ja, wie gesagt, um kürzere Verbindungen. Ich jetzt hier wieder Rat's Nest mache, ganz kurze Verbindung. Dann kann ich im nächsten Schritt sehe ich dann hier, okay, das ist eigentlich auch nicht schön, diese ganzen Ecken hier überall. Also gehe ich hier irgendwie so gerade rein mit allen Leiterbahnen, die da rangehen, bis es nicht mehr geht. Dann sieht es also so aus und so kann man dann Schritt für Schritt da vorgehen. Man wird dann immer wieder mal Sachen sehen, die irgendwie unschön sind. Also hier zum Beispiel vielleicht, dass man hier so seitlich rausgeht. Das ist hier ein bisschen eng. Ja, also da kann man schon eine Menge dann entdecken und man sollte die Sachen auch dann ausprobieren, auch ein ganz wichtiger Punkt, einfach mal ausprobieren, ob das geht oder auch nicht. Denn wenn es nicht geht, dann muss man die Sache auch wieder zurückändern, beziehungsweise einen anderen Weg finden. Das ist auch ganz wichtig hier bei so einer Arbeit. Also wenn etwas nicht geht, was man gerne hätte, dann zurück und nicht sagen, es geht nicht und ne, also so geht man da nicht ran. Hier zum Beispiel sehe ich gerade, hier ist so ein offenes Ende. Das kann man wegnehmen, braucht man nicht. Und auch hier dieses Hin und Her sehe ich gerade. Ist auch sehr unschön. Und da kann man Folgendes machen, weil das ja alles hier zusammengehört. Um hier eine Gerade hinzukriegen, muss es ja alles verschwinden. Also mache ich Folgendes. Ich ziehe einfach hier die Leiterbahn ein bisschen höher. Und schon habe ich im Prinzip nachher eine Sicht, die ja wesentlich übersichtlicher erscheint. Und ich habe vor allem diesen ganzen Knicke hier nicht drin. Man sieht es jetzt schon, nicht mehr drin. Und es wirkt alles auch nicht so, ja, gedrängt, sage ich mal. Klar, es ist natürlich jetzt dicht hier überall, aber es ist jetzt nicht so, kann ich auch noch hier verschieben. Den vielleicht auch noch ein bisschen. Man kann es auch noch nachher schön machen, dass man sagt, okay, möglichst gleiche Abstände. Das ist ja nachher bei anderen Themen sehr wichtig, dass man immer die gleichen Abstände hat, zum Beispiel gleichen Längen von Leiterbahnen. Hier zum Beispiel auch sehe ich gerade, ja, es sind überall Sachen, die können hier weiter runtergehen, so. Da wirkt das alles dann etwas, ja, aufgeräumter. Und das ist natürlich dann auch für Leute, die sich da vielleicht nicht mit auskennen und denen man das dann zeigt, doch, ja, beeindruckend. Es gibt jetzt hier zum Layout natürlich sicherlich noch sehr, sehr viel zu sagen bzw. zu verändern. Da stellt sich natürlich dann irgendwann die Frage, na gut, dann macht man es einfach neu. Das ist eine Option, dass man sagt, wenn es völlig verhunzt ist, alles weg und alles neu. Es gibt auch noch eine andere Sache, die sehr wichtig ist. Und das ist natürlich der Design Rule Check der DRC. Und da war ich doch ziemlich, ja, überrascht. Wenn ich den also durchlaufen lasse, hat hier dieses Layout im jetzigen Zustand 300 Fehler. Also es sind jetzt nicht 300 Fehler, die ich da eingebaut habe, sondern die waren da schon vorher. Vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht habe ich jetzt irgendwelche Ground-Sachen noch nicht beachtet oder so. Das fängt mit Wire-Stub. Das sind sozusagen ja, Enden von Verbindungen, die nicht geschlossen sind.
29 Stück über die Abstände, Restriktionen, Overlappings. Hier ist ein Overlapping, müssen wir direkt mal gucken, wo das ist. Achso, ja, hier zum Beispiel, das kenne ich, das Problem bei Eagle. Das ist hier so ein Steckverbinder, da ist ein Overlapping-Fehler, weil das Bauteil falsch gebaut ist, sage ich mal. Da sind Sachen nicht beachtet worden. Dann kommt hier übrigens eine Fehlermeldung, nur Vektorfont. Wo ist der hier? Das ist übrigens sehr wichtig. Und zwar dann, wenn man hier die Leiterplatte fertigen lässt, sollte man immer den Vektorfont nehmen und keinen anderen. Den sollte man also hier gegebenenfalls ändern. Machen wir hier Keep Out. Ich weiß gar nicht mal, wo das ist. Huch. Wo hat er das jetzt? Hier, ach hier. Da müssen wir also jetzt nochmal gucken. In den Layern, in den einzelnen. Wo ist das jetzt genau? Ja, hier ist ein Keep Out. Ich weiß jetzt nicht genau, was da ist. Drill Distance. Wo ist das? Ach so, ja, das ist wieder dieses Bauteil hier, wie man sieht. Dimension, Abstände wiederum. Ach so, genau hier. Hier zum Beispiel auch ganz typisch so ein Fehler, den man vielleicht häufiger macht oder auch übersieht, eben Abstände zu Bohrungen. Da sollte man immer darauf achten, dass die groß genug sind. Da sind ja in den Design Rules sind die ja festgelegt. Man kann die natürlich jetzt noch ändern. Also ich könnte jetzt die Fehler alle wegnehmen, indem ich die Design Rules ändere. Das mache ich aber jetzt hier erstmal nicht. Erstmal gucken, was da für Fehler überhaupt auftreten. Und Clearance-Fehler, also Abstandsfehler, sind hier zum Beispiel auch. Das ist auch äußerst kritisch, denke ich mal. Da könnte man sicherlich auch vom Layout her was ändern, denn wir haben bei diesen Abständen hier von 2,54 mm, passt eigentlich eine Leiterbahn durch. Zwei Leiterbahnen ist äußerst schwierig, wie man hier sieht. Und auch die Abstände und auch die Leiterbahndicke ist hier so dünn, dass man hier vielleicht doch einen anderen Weg nehmen muss oder sollte. Da wäre da einmal die Frage, kann man die sozusagen diese beiden verteilen auf diese zwischen diesen beiden Pads und diesen beiden Pads und die anderen beiden hier unten langlegen. Das könnte man durchaus überlegen. Dann würde aber eventuell das Problem sein, sicherlich mit dem Ground-Anschluss hier. Das würde man aber trotzdem irgendwie lösen können. Also hier zwei Leiterbahnen zwischen zwei Jumper-Pads sozusagen zu legen, ist doch sehr, sehr kritisch. Also in diesem Bereich würde ich auf jeden Fall das Layout ändern wollen. Also kann man natürlich tun. Es gibt noch mehrere Abstandssachen. Ich habe auch gesehen, beim IC gibt es diese Fehlermeldung. Und hier stellt sich dann wirklich die Frage bei diesem Clearance, ob man nicht hier die Einstellung im DRC ändert. Denn das IC ist ja nun mal so, wie es ist. Und wenn die Abstandsregeln hier im DRC zu grob sind, dann meldet er natürlich hier die Fehlermeldung, dass die Abstände hier zu klein sind. Das darf natürlich nicht sein. Also man sollte dann in dem Fall, wenn man hier sowas sieht, das ist hier zwischen den Pads vom IC überall so, Abstandsfehler, da auch, ja, also da ist überall ein Fehler, dann sollte man wirklich in Betracht ziehen und das auch machen, dass man die Design Rules dann verändert. Wenn man jetzt mal hier in den Design Rules von Eagle reingeht, dann sieht man hier unter Clearance die Abstände eben zwischen Wire, also Leiterbahn, Leiterbahn, Pad, Leiterbahn, Pad, Durchkontaktierung, Leiterbahn, Durchkontaktierung, Pad und Durchkontaktierung zu Durchkontaktierung. Und da kann man die Sachen einstellen. Genauso bei der Distance zu den Kanten, da kann man es auch durchaus einstellen. Die Mindestgröße, zum Beispiel bei den Durchmessern von den Bohrungen, kann man Sachen einstellen, damit man nachher, sag ich mal, seine Design Rules so hat, dass die zum Board passen. Denn es ist ja nicht so, dass jedes Board so ist wie hier dieses Arduino-Board, sondern es gibt natürlich viel gröbere Boards. Es gibt aber viel, viel feinere Boards, wo sehr, sehr Kleinstabstände sozusagen realisiert werden müssen. Und da muss man natürlich entsprechend die Design Rules anpassen. Weitere Dinge neben diesem DRC sind auch andere Dinge, die beachtet werden müssen, beziehungsweise sollten, weil man sonst eben nicht weiterkommt. Und da möchte ich mal in einen Bereich gehen, der, wo haben wir das hier so schön? Ja, vielleicht hier so, hier in dem Bereich.
Hier ist es natürlich klar, hier sind sehr viele Parallelleitungen, die zu den Anschlusspins draußen gehen. Hier die auf dem Top-Layer im Rot und andere Pins wiederum, die hier nach unten gehen, im Blau. Und wenn man, und es geht wahrscheinlich auch hier nicht anders, also es wäre sehr, sehr umständlich, das anders zu gestalten, aber die Idee, die hier hinter steckt, sieht man hier oben weiter, nämlich dass man die Richtung der Leiterbahn so gestaltet, dass meinetwegen hier auf dem Top-Layer das horizontal verläuft und auf dem Bottom-Layer vertikal. Man kann sich das gut vorstellen. Auch hier oben in dem Bereich, da komme ich nicht mehr durch. Also im Zweilagen-Layer, nicht? Da komme ich hier nicht mehr durch, weil auf Top und Bottom in einer Richtung das geht. Da komme ich hier nirgendwo mehr durch. Bei Multilayern ist es natürlich dann nicht mehr so kritisch. Allerdings geht es hier sicherlich nicht anders. Also hier geht es nicht anders, aber hier ist auch schön gestaltet eben Bottom Layer von oben nach unten, Top Layer von rechts nach links. Und da sollte man sich so ein bisschen dran halten. Es kann auch variieren, das sieht man hier auf dem Board auch ganz gut. Denn wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann sieht man auf einmal, den horizontale Linie ist auf dem Bottom Layer und die vertikale ist hier auf dem Top Layer. Das hat natürlich die Ursache. Begründung daran, dass auf einmal das Bauteil hier in der Mitte der Controller ja auf dem Top-Layer ist und ich von Top-Layer aus rausgehe. Es würde jetzt also blöd sein, wenn man hier mit dem Top-Layer rausginge und dann mit Durchkontaktierung nach oben geht. Das macht man auch nicht, sondern hier wechselt es auf einmal. Im Gegensatz zur rechten Seite hier. Und wenn man jetzt hier mal so im Bereich hier, was ist das, USB und Spannungsversorgung guckt, dann ist es relativ gemischt. Ja, da sieht man, dass es mal so ist, je nachdem. Aber wenn es eben komplexe digitale Schaltungen sind, also speziell mit Mikrocontrollern, wenn es komplexe Schaltungen generell sind, dann sollte man diese Richtungsgeschichte doch versuchen irgendwie einzuhalten, weil man dann auch überall durchkommt und das gut routen kann. Ich habe mal kurz auf den Schaltplan jetzt umgeschaltet und zwar haben wir da auch zwei Bauteile, nämlich hier diesen LM358, das ist ja ein doppelter Operationsverstärker. Und da muss man oder kann man auch mal nachgucken, dann im Layout. Hier. Ich weiß nicht, wo der ist, hier unten, glaube ich. An der Stelle. Moment, da muss ich mal kurz reingehen. Hier an der Stelle ist der, glaube ich. Genau, hier ist der Operationsverstärker, der Zweifach-OPV. Ob man dort nicht im Stromlaufplan wiederum ein Gate-Swap macht, um das Layout zu vereinfachen. Hier sieht es ganz gut aus. Nicht? Wir haben hier auf der einen Seite den einen Operationsverstärker dran, auf der anderen Seite ist der andere dran. Es geht hier nach rechts weg. Hier geht es irgendwie ja, hier so rüber. Das ist alles okay. Es kann aber durchaus sein, wenn man jetzt irgendein anderes IC hat, wo mehrere gleiche Teile drin sind, Vierfach-OPV oder auch Logikgatter. Dann kann es durchaus sein, dass hier unheimliche Kreuzungen entstehen. Und dann muss man sich überlegen, ob man nicht im Stromlaufplan hier nicht einen Gate-Swap macht. Also ich kann jetzt hier Gate-Swap machen. Ich muss mal gucken, wo das hier ist. Replace, wo war das hier? Hier, Gate-Swap. Also ich swappe das. Kann ich nicht. Wieso geht das nicht? Kann er nicht? Wieso kann er das jetzt nicht? Also interessant ist hier schon, es geht hier nicht. Ich weiß nicht warum, was sie für ein IC verwendet haben. Offenbar haben sie es nicht vorgesehen. Also das IC ist vielleicht auch falsch konfiguriert oder erstellt worden. Normalerweise kann ich also dieses Gate mit dem Anschluss 1, 2, 3 gegen dieses Gate 5, 6, 7 tauschen. Und dann würde ich das im Layout natürlich auch sehen. Ich würde also sehen, dass die Leitungen sich dann ändern. Und wenn das Layout dadurch verbessert würde, vereinfacht würde, dann sollte man es auf jeden Fall machen. Und wenn es eben nicht verbessert wird, dann auch lassen und wieder zurückgehen. Das ist mal ganz wichtig. Also nochmal der Hinweis beim Layouten, man ist dort oder muss, sollte man sehr flexibel sein. Also wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt hier nicht durch, dann nicht einfach sagen, es geht nicht, sondern ich muss flexibel sein und mir immer wieder die Frage stellen, muss ich Bauteile verschieben? Wenn ja, wohin? Muss ich Leitungen anders legen? Muss ich neu routen zum Beispiel auch? Also wenn ich jetzt sage, hier, das ist alles Murks, kann ich sagen, okay, ich lasse es so oder ich mache es komplett neu im Bereich.
Oder im schlimmsten Fall besteht sicherlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache das ganze Layout neu, weil es ist mir nicht gelungen. Sowas gibt es, gerade wenn man jetzt noch nicht so erfahren ist, dann kann man und sollte man das auch mal ausprobieren. Dazu ist es dann wichtig, dass man das vorhandene Design erstmal abspeichert und dann bestimmten Namen, weiß ich, Versuch 1 oder so. Und dann startet man meinetwegen neues Layout. Das sind Sachen, die man sich immer wieder vor Augen führen muss, weil nur so kommt man denn zu einem Ziel, wo man sagt, das Layout, das PCB-Design ist wirklich gut gelungen und es ist funktionabel und ja, entspricht allen Kriterien für meine Schaltung und für mein Gerät oder was auch immer. Ich möchte jetzt doch nochmal zurückgehen auf diesen Bereich hier mit dieser sechspoligen Stiftleiste, wo ich ja gesagt habe, die Abstände hier sind wirklich zu schmal, also sehr kritisch, weil mich das doch sehr stört. Und wenn man jetzt hier nochmal einen etwas anderen Blick drauf wirft, ich habe ja extra nochmal geguckt, ob hier irgendein Bauteil in der Nähe ist. Also man sieht ja hier das IC und also den Controller und dann hier diese sechspolige Stiftleiste. Da ist also nichts in der Nähe. Dann frage ich mich persönlich, warum ist diese Stiftleiste da so in der Mitte. Ist natürlich ganz klar, hier kann ich sie nicht platzieren, da ist kein Platz, aber man könnte sie drehen und das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Ich werde also hier mal den Layer T-Origin noch mit einschalten, damit ich das Ding drehen kann. Bevor ich das drehe, werde ich mal die Leiterbahn hier wegnehmen. Auch die 5 Volt. Ground ist ja dann erstmal nicht so wichtig, weil Ground auch weggenommen wird, automatisch sozusagen. Und jetzt drehe ich das ganze Ding hier mal und schaue mir mal an, wo gehen die hin. Ich mache das mal so. Ich platziere das Ding einfach mal hier so in dem Bereich. Ja, oder hier unten, hier so. So, jetzt sieht natürlich das alles wie Kraut und Rüben aus. Deswegen werde ich noch mehr Dinge tun. Ich werde also hier diese Durchkontaktierung mal wegnehmen. Es geht jetzt hier bei dem nicht. Warum nicht? Das doch, mit dem geht's. Hier auch. Und als nächstes werde ich mal ein paar Leitungen wieder verschieben. Dazu nehme ich mal den Layer wieder raus. Dafür und auch ich hatte hier unten noch den T-Docu-Layer rausgenommen. So, und jetzt werde ich erstmal hier ein bisschen schieben. Und man sieht, wie gesagt, ich mache das jetzt einfach mal so, um zu gucken, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, dann ist eben, da muss ich eine andere Lösung finden. Aber es hat mich einfach genervt hier, dass man so dicht da durchgegangen ist. Und jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, hier eventuell mal eine andere Strecke hier zu nehmen. Nämlich hier lang, hier unten. Oh, wieso geht denn das hier nicht? So irgendwie. Ich mache hier nochmal einen Split. Andere Richtung. Da muss ich gleich nochmal gucken. Moment. So, ich werde es erstmal hier oben verschieben. Irgendwie ein bisschen zur Seite. Das auch. Das verschiebe ich hier auch. Also man sieht, ich verschiebe hier eine ganze Menge. Werde dann hier mal ein bisschen runtergehen. Achso, und was ich noch machen werde, ist, sieht immer noch sehr unschön aus. Ich werde mal die Verbindung hier wegnehmen. Die schon gelegten Leiterbahnen. Die kann bleiben. Ich werde sie erstmal nochmal versuchen, neu zu verlegen. So, dann kann ich also hier. Hier und dann hier oben lang. So. Bei der Leiterbahn komme ich da nicht rüber. Das probiere ich einfach mal hier, der Seite. Die Leiterbahn, die muss dorthin. Muss ich mal gucken. Also es sieht auf jeden Fall besser aus, denke ich mal. Es macht auch mehr Sinn. Ich habe auch nicht mehr das Problem. Dann, dass hier diese Leiterbahnen dann zu dicht beieinander sind und da durchgequetscht werden, weil ich hier nämlich oben und unten lang gehen kann.
Also hier mit denen dann hier unten lang. Die kann auch da durchgeführt werden, das spielt keine Rolle. Das sieht dann auch alles ein bisschen einfacher vielleicht aus. Also hier auch nochmal schieben, probieren. Wo kann man was langlegen? Und mit der, hier muss ich nochmal gucken, ob ich eine andere Lösung finde mit diesem Haken hier oben. Die muss ja hier durch. Vielleicht mache ich einfach hier eine Durchkontaktierung rüber und dann da, das ist vielleicht am einfachsten. So, also hier nochmal kurz weg. Man sieht also, ich probiere das jetzt selber aus und das ist auch der normale Prozess sozusagen, den man da, sag ich mal, hat oder den man da folgt. Und ja, ich ziehe jetzt hier einfach mal das hier rüber, so. Jetzt müsste ich da rüber, das heißt, ich werde hier routen. Ich könnte eigentlich natürlich auch hier lang gehen. Das ginge natürlich auch. Und ich könnte auch hier durchgehen. Das ist natürlich ein bisschen gequetscht hier in der Mitte, aber ich habe ja hier mehr Platz so in der Diagonalen als hier zwischen den beiden. Das heißt, ich kann das durchaus so machen. Ich werde nochmal hier kurz ein bisschen bewegen, dass es nicht ganz so eng da ist. So in etwa. Jetzt sieht man, dass der Ground ist hier sozusagen eingekesselt, da geht nichts mehr durch, aber das mache ich so, dass ich im Prinzip, weil es ja eine normale ein normales Pad ist, was auf beiden Seiten ist, das ist eigentlich kein Problem, wenn auf der anderen Seite die Groundfläche ist, dass sie da gestaltet wird. Das heißt, ich muss jetzt zusehen, dass ich im Prinzip von dem einem Layer hier vielleicht doch nicht in der Mitte lang gehe. Also ich werde wahrscheinlich hier die rote Linie, den Top Layer doch hier unten lang gehen, damit sich der Ground Layer hier ausbilden kann und dass dann auch Ground verbunden wird. So, ich habe jetzt mal hier die Leitung runtergezogen und jetzt muss ich noch mal gucken. Und zwar gefällt mir nicht, dass ich hier rüber gehe und dann gehe ich hier wieder zurück. Deswegen mache ich ein etwas größeres Bild und schaue, wo gehen jetzt diese Leitungen hin. Diese eine hier speziell, die geht nämlich hier auf diese Seite. Und das heißt, ich werde die hier einfach mal wegnehmen, denn also diese hier, die blaue, die nehme ich mal weg. Dann wird man nämlich sehen, dass ich gar nicht da so durchgehen muss, sondern ich kann einfach hier geradlinig, also relativ geradlinig, hier lang gehen. Das ist eigentlich sehr, sehr vorteilhaft, finde ich. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich werde gleich da das restliche Ende noch löschen. So. So sieht es schon mal ganz gut aus. Und man sieht jetzt auch, ich kann hier das alles ganz entspannt nochmal anders hier schieben. Das ist auch sehr wichtig. Kann ich meinetwegen noch länger so machen. Hier übrigens auch. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Ground irgendwie mit integriere, also dass der hier mit durchkommt. Da könnte man mal gucken, ob man die Leitung hier innen verlegt. Das ist aber das Problem. Eventuell, ich mache mal ein Rat's Nest, mal gucken, wie es aussieht. Doch, Ground wird hier mit eingebunden. Man sieht es hier. Hier, das ist unschön, das muss ich nochmal gucken. Kann man vielleicht noch wegnehmen. Aber hier wird Ground eingebunden und zwar auf beiden Layern, wie man sieht. Das Pad ist zwar nicht komplett eingeschlossen, das heißt, beim Löten ist es nachher nicht, ja, sag ich mal, in alle vier Richtungen verlötet, aber es ist, denke ich mal, durchaus unproblematisch. Hier kann ich noch die Ecken rausnehmen. Das war jetzt etwas zu viel, nehme ich mal hier. Oh, da ist eine Ecke drin schon, okay. Also so kann man das dann machen. Dann sieht es einfach besser aus. Und jetzt fehlen noch die 5 Volt. Die schließe ich dann noch an. Da muss ich noch mal gucken, mal kurz ausschalten hier die Flächen. So, bei den 5 Volt habe ich mir jetzt überlegt, ich werde jetzt hier, das war zu viel des Guten,
noch mal verschieben hier das auf die andere Seite. Auf diese Seite, so dass ich jetzt hier noch Freiraum habe für die 5 Volt. Das kann ich dann also hiermit machen. So hoch. Wie gesagt, bei der 5-Volt-Verlegung, das gefällt mir generell nicht sehr, was die da gemacht haben. Aber ich wollte hier nur mal ganz kurz nochmal zeigen, dass hier speziell mit der Steckverbindung hier, mit der 6-poligen Stiftleiste, dass man das doch etwas anders gestalten kann, ohne dass jetzt hier diese Leitungen da durchgequetscht werden. Wie gesagt nochmal, es gibt kein optimales Layout, jeder hat so seinen Stil und es gibt auch sicherlich hier in dieser Version auf jeden Fall noch viele Verbesserungen. Und es stellt sich ja dann auch wirklich die Frage, ob man nicht wirklich komplett neu beginnt. Die Sachen, die ich jetzt hier gemacht habe, sind eigentlich nur Ideengeber, auf was man so achten sollte. Das ist eigentlich so das Ziel, dass es hier auch nicht komplett perfekt ist oder so. Das sollte eigentlich auch klar sein. Es geht eigentlich nur um Ideen. Also was kann man machen, um hier so ein Layout zu verbessern? Ich habe nochmal den DRC hier laufen lassen. Ich habe jetzt 298 Fehler und vielleicht nochmal einen Hinweis dazu. Wenn ein Fehler wirklich kritisch ist, also Overlappings oder hier zum Beispiel Clearance, das kann man, dieses Problem mit Clearance kann man hier lösen. Das ist hier die Ecke direkt an dem Pad zu der Leiterbahn. Das Problem kann man lösen. Das sollte man auf jeden Fall lösen. Man sollte sowieso versuchen, alle Fehler hier zu lösen und zu beheben. Wenn es jetzt so ein Clearance ist, hier hatte ich ja schon gesagt, dann sollte man gucken, also beim IC-Pad, ob man nicht doch die Design-Rules so anpasst, dass die hier in dem Fall zu diesem IC passen. Also man sollte es dann wirklich machen. Es gibt natürlich noch andere Fehler, wo man sagt, okay, damit kann man leben. Da sollte man auch gucken, nicht, das vielleicht hier Kantensachen, ob das nicht zu dicht beieinander ist. Ich halte solche Sachen, Dimension doch für relativ kritisch. Ich würde versuchen, auf jeden Fall, was hier auch diesen Reset zum Beispiel betrifft, auch anders zu verlegen, dass der eben nicht so dicht an der Kante ist. Hier bei den Drill Distance zum Beispiel, bei diesem Bauteil, das ist ja nun offenbar irgendwie falsch, ja, erstellt oder ja, wie auch immer. Da mache ich einfach einen Approve, weil ich sage, okay, ich kann das sowieso nicht ändern. Das ist ein fertiges Bauteil. Oder ich erstelle eben ein neues Bauteil, wo dieser Fehler nicht mehr auftritt. Das kann man natürlich auch machen. Also ich mache jetzt hier bei diesem Bauteil eben immer Approve. Also okay, damit kann ich leben. Und damit ist der Fehler dann natürlich auch schon weg. Und wenn ich jetzt sage, hier Keep Out, da war ich ja vorhin auch nicht sicher, was hier überhaupt ist. Also ich sehe hier keinen Keep Out-Bereich. Da müsste ich mal reingucken, warum dann Keep Out. Also da darf also keine Leiterbahn sein, warum das so ist. Hier übrigens sehe ich gerade auch schon sofort eigentlich, dass das Bauteil, was hier ist, ich muss mal gucken, ist das ein Bauteil, sind die so? Also was mache ich, um hier diesen Fehler mir mal anzugucken? Genauer, ich werde mal den Layer T-Place einschalten und T-Origin. Und da sehe ich, dass. Achso, der geht hier an 5 Volt. Also, ob man nicht hier die Bauteile doch ein bisschen verschiebt. Ja, also genau darauf achten. Solche Fehler sind oftmals, die erscheinen vielleicht trivial, oftmals sind sie aber nicht. Und man sollte dann wirklich darauf achten. Dass das einfach stimmt. Bei den No-Vector-Font hier zum Beispiel kann ich also ändern in den Vector-Font, dass dieser Fehler nicht mehr auftritt. Dann wird es auch eingebettet in die Fläche und so weiter. Also man sollte wirklich jeden Fehler, der hier auftritt, hier wieder Overlap an den Bauteil, kann ich sagen, Approve. Jeder Fehler, der hier auftritt, sich genauestens angucken und dann auch beheben, wenn es notwendig ist, möglich ist. Und wenn man sagt, damit kann man leben, das ist nicht kritisch, dann kann man auch hier sagen, approve. Das ist ganz wichtig hier beim Design Rule Check. Das will ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben.
Ja, ich hoffe, das Video hat einigermaßen etwas gebracht für diejenigen, die sich mit dem Thema Leiterplattenlayout befassen wollen oder es schon ein bisschen getan haben, ein bisschen unsicher sind. Man hat vielleicht auch anhand meiner Aktion, die ich hier gemacht habe, gesehen, es ist wirklich extrem kreativ, es ist auch flexibel. Das heißt, ich bin mal vom DRC gesprungen hier in diese Ansicht. Dann habe ich umgestellt auf eine andere Ansicht, wo ich nur die Bauteile sehe. Also man ist da wirklich in einem Prozess drin, wo eigentlich höchste Flexibilität geboten ist. Wenn man also nur starr drauf blickt und sagt, hier, das ist alles gut und mehr mache ich nicht und das bleibt so, dann wird man nie zum vernünftigen Leiterplattenlayout kommen. Und dann wird man sich vielleicht nur ärgern, dass es nicht geht oder so. Es regt auch so ein bisschen die Kreativität hier wirklich an. Wie gesagt, es ist eigentlich eine Kunstform, kann man schon fast sagen, denn steckt hier so viel drin. Ich habe ja noch gar nicht gesprochen über bestimmte Hochfrequenzgeschichten oder Hochstromgeschichten, was da zu beachten ist, sind eigentlich nur die Grundlagen hier. Und jeder, der damit anfängt, sollte Dinge ausprobieren. Man kann da eigentlich auch eher nichts kaputt machen jetzt in dem Sinne. Also einfach mal ausprobieren, sich überlegen, wo kommen welche Bauteile hin. Und wenn es nicht geht, das Layout gut, hier mit dem Stecker habe ich ja gezeigt, einfach mal drehen. Wäre es hier nicht gegangen, hätte ich eine andere Lösung finden müssen und so weiter und so weiter. Also einfach ausprobieren. Da gibt es ja so einfach die Sache Practice, Practice, Practice. Also wirklich üben, probieren und so weiter. Dann kommt man da sehr gut voran und hat dann auch schon eine gewisse Struktur, wie man an so ein Leiterplatten-Layout rangeht. Ja, und das soll es hier mal gewesen sein. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.